Hallo liebe Gartl- und Werkel-Fans. Heute ist ein Mähtag. Jetzt habe ich 2 Stunden da die Wiesen gesenzt, gemäht. Also zuerst gesenzt, dann mit dem Rosenmäher nochmal drüber, dass das ganz fein gehäckselt ist, gemulcht quasi, das bleibt dann liegen. Und das lasse ich ein bisschen austrocknen und das kommt dann zu den Gräser und Bäume und Büsche unterall rein als Schutz, damit sie nicht austrocknen. Das hat jetzt einiges an Zeit verbraucht. Die Sträucher und Bäume, die da herinnen wachsen, müssen ohne Pflege auskommen. Das ist ein bisschen ein raueres Klima da. Die müssen das selber schaffen im Endeffekt. Blöderweise hat uns die Wühlmaus einen Apfelbaum weggefressen. Der verkahlt schon. Die ganzen Blätter sind abgefallen. Da haben wir so ein Wühlmausopfer gehabt. Der ganze Apfelbaum ist abgefressen, die Wurzeln sind alle weg. Achso, aber ich werde es auch noch kriegen. Was auf alle Fälle schon wächst, sind die Kartoffeln. Die haben wir vor ca. 2-3 Wochen eingesetzt. Die wachsen gut an. Wir haben ein paar Obstbäume stehen da herinnen. Die haben den harten Winter heuer auch gut überlebt. Treiben schön aus. Wir haben sie ein bisschen zurückgeschnitten. Hortensien haben wir eingesetzt. Das funktioniert auch gut. Hätte ich mir nicht gedacht. Hartriegel wachsen jetzt auch mittlerweile gut. Es braucht halt alles 3, 4, 5 Jahre, bis das auch gewachsen ist da herin. Ohne Pflege wohlgemerkt. Und dann alles, was da überlebt, wächst dann auch weiterhin. Die Ligusterhecken wird jetzt auch schon langsam. Die braucht jetzt 7 Jahre, bis sie einmal ordentlich kommt. Direkt unter den Haselnussstrauch werden wir eine Waldrebe hinpflanzen. Die mag das, wenn der Fuß schön schattig ist. Und dann kann sie sich über den Zaun ausbraten. Die wird wahrscheinlich schneller wachsen als wieder Liguster. Beerensträucher haben wir noch einige herinnen. Also Riebissel, Johannisbeeren, Joster und solche Geschichten. Holunder haben wir auch schon, wir haben schon einen Holundersaft gemacht, der ist super geworden. Ja, bei der Gelegenheit möchte ich mich auf alle Fälle bedanken für fast 250 Abonnenten innerhalb von einem Jahr. Ich hätte es nie geglaubt, dass das irgendwer ausschaut. Also danke auf dem Weg einmal, das ist cool, das taugt mir viel. Der Nicole auch, taugt das auch. So können es weitergehen. Aronia-Bären haben wir jetzt auch mittlerweile. Den haben wir von draußen ausgeräumt. Das war ein 2,50 Meter großer Busch, 1,50 Meter im Durchmesser oder so. Den haben wir ausgeräumt, da reingesetzt. Seitdem tut er sich schwer mit Aufwachsen. Heuer hat er das erste Mal Bären um. Das ist gut. Was auf alle Fälle noch zu machen ist, die Kompostboxen muss ich noch fertig machen da herinnen. Da habe ich mir Material ich schon mitgenommen. Da gehört vorne die Abdeckung auf, dass man das richtig befüllen kann. Es ist halt einfach so, es geht so viel Zeit drauf, oder es ist so viel Zeit drauf gegangen durch das YouTube, dass ich das im Prinzip die Arbeit, die zu machen wäre, die ist überblieben. Ne? Ich habe das eine silberne Feuerfass gemacht, das kleine. Das hätte ich eigentlich gebraucht für die Eisheiligen als Wärmequelle im Garten. Ich hätte mir gedacht, wenn es wieder gefriert, wenn es so kalt ist über die Nacht, wäre ich einfach Nachtwache halten. 2, 3 Feuerfässer im Garten hingestellt, sodass das nicht abgefrieren kann. Und hätte man halt durchgekatzt. Ne? Aus dem ist leider nichts geworden, oder zum Glück nichts geworden. Die Eisheiligen waren eher ein bisschen sachte heuer. So zwar kränkt, aber wirklich kalt war es nicht. Und ja, auf dem Weg möchte ich einfach sagen, das Feuerfassel brauche ich nicht. Ich werde es verlosen. Bis, sagen wir mal so, das Gewinnspiel geht im Prinzip bis zum 300. Abonnenten. Und dann werden wir das Ganze einfach verlosen an die Leute, die die Videos kommentieren. Also alle, die einen Kommentar abgegeben haben bis zum 300. Abonnenten. Das möglicherweise wird das sein Ende Juni, Juli, so irgendwas. Nehmen an dem Gewinnspiel einfach teil. Vielleicht kann der eine oder andere so ein Feuerfass brauchen. Eine coole Geschichte ist auf alle Fälle, wenn du am Abend wichtige Besprechungen hast, quasi im Garten, bei einem Getränk, bei einem Bier oder bei einem Wein oder
bei einer Grillerei oder irgendwas. Und das macht schon sehr viel Ambiente, wenn du dann mitten im Dschungel stehst, in unseren Karten quasi, die Blumen duften, die Rosen duften. Das ist schon sehr cool. Ne? Und mittlerweile ist es ja so, die Hecken, die ich geschnitten habe im März-Video, hat super austrieben wieder. Die große Hecken, also die ich nicht so niedergestutzt habe, die wächst sowieso, die hat jetzt glaube ich einen halben oder dreiviertel Meter Zuwachs mittlerweile. Die kleine Seiten, die ich sehr stark verjüngt habe, die wächst auch, hat wieder gut von unten austrieben. Sie ist super softig grün. Ich habe es natürlich dementsprechend gedüngt mit Brennnesseljauche. Also wir haben auf unserem kleinen Grundstück, was wird es denn gewesen sein, 150, 200 Liter haben wir sicher verbraucht. Ne? Also da geht schon was. Ne? Wo sollen die Pflanzen hin mit der Kraft aus wie in die Hecke? Ich werde jetzt weitermachen, auf alle Fälle. Es gehört noch ausgeschnitten, es gehört dann, wie gesagt, der Komposter gehört noch fertig gemacht. Es gehört noch gemacht, ein bisschen gemulcht gehört, Unkraut, Zupfen kann ich mal Sporen da rein. Die Erdäpfel gehören auf alle Fälle noch gepflegt. Die dann kann es schon weitergehen. Ja. Auf alle Fälle danke für die Abonnenten. Oder danke, liebe Abonnenten, dass ihr uns abonniert habt. Wie gesagt, ich hätte es nie für möglich gehalten, dass das so funktioniert, dass sich das irgendwie ausschaut. Vor allem im Dialekt. Und es ist halt schwierig. Ne? Video im Dialekt ist nicht jedermanns Sache. Wir haben der Raumann und ich, den Raumann kennt ihr eh, aus einem Sensen-Vergleichsvideo, das jetzt wieder momentan populär ist. Wir haben einiges diskutiert, er bleibt in Hochdeutsch, hat natürlich mehr Erfolg, er zielt auf ein größeres Publikum ab. Ich werde im Dialekt weitermachen, es wird sich vielleicht ein bisschen abflachen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ich in Hochdeutsch das weitermache, weil es einfach nicht authentisch ist. Das Komische ist eigentlich das, obwohl meine Videos ja Dialektvideos sind, zumindest jetzt da die letzten zwei Drittel, die wir gemacht haben, schaut mich mehr deutsches Publikum an als wie österreichisches. Die Österreicher verstehen mich einfach nicht. Ne? Passiert. Ist einfach so. Ich habe gute 72% Zuseher aus Deutschland, aber gut, 18% Österreicher, also da ist noch Potenzial vorhanden, eigentlich. Aber ja, ich werde jetzt auf alle Fälle weitermachen. Gewinnspiel ist hoffentlich soweit klar. Bleibt gesund, bis zum nächsten Mal.